Und damit moin moin und herzlich willkommen zu Hardcore Colonization am Sonntagabend heute oder Nachmittag ist es ja eher noch. Gesponsert von einer Haufen dicken Packung Schmerzmittel und Kamillentee. Ja, Donnerstag ist leider ausgefallen. Sorry dafür nochmal, aber ich hatte recht unerwartet eine kleine Zahn-OP und danach einen etwas geschwollenen Mund und konnte nicht so richtig gut reden. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Das Schlimmste hat sich soweit gelegt. Also ich kann wieder halbwegs wohlartikuliert sprechen, weil mein Mund nicht mehr ganz so angeschwollen ist. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob die moderne Pharmaindustrie und gute alte Hausmittelchen uns über die 3 Stunden bringen. So, und jetzt aber erstmal Hallo an alle, die schon da sind. An den Mickey, an den Neo, den Bierbauch, den Zero Odyssey, DJ Kerman, TJ Körbel, den Mindevil, Korobirne, Freedom Naht, Navis, Starjin, den Schnorpel, Devil to Get, den Furzbacke, den Prios, den Knie und den Cruiselexer. Hallo euch allen und hallo natürlich auch allen, die noch nichts weiter dazu gesagt haben. Was machen wir heute Schönes? Ja, das Getränk hatten wir schon geklärt. Das ist heute ein Kamillentee in einem großen Vorratsglas. Also das ist zwar ein Bierglas, aber glaubt mir einfach, die gelbliche Flüssigkeit ist nicht alkoholhaltig. Wir werden heute ein bisschen an der Minmus-Base weiter tüfteln. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, bis die Duna-Mission ankommt und die werden wir fleißig nutzen, um die Minmus-Base weiter aufzubauen. Ich würde heute gerne also ein bisschen mehr Habitation noch hochbekommen und beginnen, Treibstoff herzustellen. Das ist ja der eigentliche Sinn der Minmus-Base. Dann müssen wir mal gucken. Optionen, die noch da im Raum stehen, sind dann entweder eine Art kleines Shuttle, um zwischen den Raumstationen hin und her zu fliegen, einen Orbiter, der zwischen der Minmus-Station und der Raumstation Sprit. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Cruiselexer, vielen lieben Dank für dein Abo und ja, ganz viel Spaß beim Zugucken natürlich. Genau, zweite Option, ein Orbiter, der zwischen der Minmus-Oberfläche und der Minmus-Raumstation den Treibstoff hin und her bewegt. Und dritte Option ist eine Erweiterung für die Raumstation, logischerweise, weil wir müssen den Sprit auch irgendwo speichern können. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht. Gut, es wird gerade so ein bisschen dunkel. Wir fangen mal mit dem einfachen Part an. Und zwar möchte ich aufgrund der Sachen, die ich gelernt habe über unser, ich glaube, das Wohnmodul war es, was wir hochgebracht haben. Das möchte ich gerne noch mal ein bisschen anpassen. Pass mal auf, ich zeige euch mal, was ich meine. Das müsste hier die Wohneinheit 2 sein. Schwupp, schwupp, schwupp. Das können wir, glaube ich, alles mal kurz. Delete Fairing. So. Ich speichere das mal als Subassembly, weil ich werde relativ nah an diesem Modell dranbleiben. Deshalb wird es wahrscheinlich nicht umsonst gewesen sein. So, das ist Minmus Heavy Lifter. So, zack. Also, ich denke, das wird gewichtstechnisch in eine sehr ähnliche Kategorie gehen. Und Kntrak. Oh Gott, ich hoffe, das ist kein Klingonisch gewesen. Vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß auch dir beim Zugucken. So, das Ding können wir auch mal aufheben. Das ist eigentlich auch ein nettes Subassembly. Das ist nämlich ein Skycrane. In ein bisschen größer und Eigenbedarf und so. Gut, jetzt drehen wir das Ding erstmal so, wie es eigentlich sein soll. So soll es nicht sein. So soll es auch nicht sein, aber kommt der Sache schon näher. So, das ist ja eigentlich unsere Einheit, die wir rausgeschickt haben. Jetzt hat sich aber Folgendes rausgestellt, als ich es aufgebaut hatte. Und zwar haben die Dinger hier angeblich ein Inventory, wo ich auch Sachen fröhlich reingepackt habe. Dieses Inventory gibt es aber gar nicht. Wenn man dann oben ist, hat man festgestellt, herzlichen Glückwunsch für das Gewicht, was du mitgebracht hast. Man kommt an dieses Inventory weder von innen noch von außen ran. Also der Knopf ist weg. Das heißt, ich würde hier andere Teile nochmal benutzen, um da zu arbeiten. Agrikultur brauchen wir auch nicht nochmal. Das mittlere Modul könnte man sich fast überlegen. Aber jetzt pflücken wir es erstmal auseinander. Ich würde nämlich sagen, bis auf das hier. Was ist das? Ein Kirby Trail Flexotube. Okay, das ist prinzipiell nicht falsch, um Sachen zu verbinden. Das könnte man auch dran lassen. Lass es uns mal drehen. So. Also, das ist die Basis für unsere neue Einheit.
So, was will ich mit der Einheit erreichen? Ich möchte zum einen noch ein bisschen mehr Habitation schaffen und ich möchte anfangen, Sprit zu produzieren. Also das Ore, was wir schon abbauen, umwandeln in Liquid Fuel und Monopropellant. Liquid Fuel und Oxidizer, so. Wo fangen wir an? Ich glaube, die Rover-Teile waren an sich nicht schlecht. Jetzt ist nur die Frage. Also das war ja der Multi-Hub, den wir hatten. So, wir könnten jetzt schon mal 0,75 Tonnen sparen, indem wir auf das Ding hier umsteigen. Hat das ein Inventory? Nee, das lügt uns wenigstens nicht an. Also das hat kein Inventory. Das Inventory hier gibt es übrigens wirklich. Das sollten wir diesmal dann auch nutzen. Das wollte ich nicht. So, lass doch mal gucken, ob man auf der Basis nicht ein neues Wohnmodul konzipieren kann. So, oh, wer war denn das jetzt? Das ging zu schnell für mich. Der Arcesio-Z. Vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommandanten und auch dir viel Spaß beim Zugucken. So, Colonization Wohneinheit. Ich werde jetzt mal nach und nach die Sachen ein bisschen generischer benamen, damit wir die auch wiederfinden. Was macht Deploy? Deploy fährt die Beinchen aus, damit wir auch parken können, was prinzipiell ja eine gute Sache ist. So, das wäre unser Anfang jetzt erstmal, auf dem wir aufbauen. Jetzt haben wir schon mal Gewicht gespart, nämlich zweimal 0,75 Tonnen. Das heißt, wir haben insgesamt anderthalb Tonnen jetzt schon mal runtergeschmissen, die eh nicht so viel gebracht haben. Trotzdem haben wir noch zwei relativ stabile Aufsätze, mit denen wir dann parken können. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut. Jetzt brauchen wir ein bisschen Cargo. Jawohl. Wie groß sind die? Wie groß sind die? So groß sind die. Ah, da passen zwei nebeneinander drauf. Okay, das ist ja gar nicht schlecht. Dann einmal das, einmal das. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das mal platziert bekommen. Sehr schön. Da können wir dann nämlich auch Zeug drin speichern. Zum Beispiel Material Kits oder allen möglichen anderen Kram, was man halt so braucht. Wahrscheinlich werden wir erstmal Material Kits mitnehmen. Ich zeige euch aber gleich warum. Was? Die beste Symmetrie ist die, die man kopiert. Zack. So. Perfekt. Ha, als ob ich es kopiert hätte. So. Jetzt haben wir das schon mal. Ich glaube, fast nach oben sollten wir nicht noch mehr bauen. Sonst wird das irgendwann sehr kopflastig. Ich muss ja hier den Skycrane auch noch draufstellen. Da haben wir schon mal vier Crates. Jetzt lasst uns mal gucken, ob wir hier noch. Na gut, Solarpaneele kriegt man auch noch hin. Was wie wo? Neues Overlay, viele neue Angaben zum Cheat, zum Chat, meinst du wahrscheinlich? Genau, das Overlay hat sich ein bisschen angepasst nochmal. Das ist jetzt quasi die Version 2 nach den ersten Learnings von der Real Solar System Folge. Da fiel nämlich auf, dass Donator irgendwie nichts abbekommen von der Overlay-Aufmerksamkeit. Aber das ist jetzt so ziemlich final die Version. Also mehr wird es, denke ich, auch nicht werden. Und fürs Chat gibt es noch ein bisschen. Ja, ein paar neue Kommandos mit Fail und Dings. Da könnt ihr aber mit, ich glaube, Ausrufezeichen Command oder irgendwie sowas, erklärt euch der Nightbot auch, was man tun und nicht tun kann. So, jetzt aber nochmal hier, ich glaube,
Ja, ich glaube, mit so einem mittigen Teil sind wir eigentlich ganz gut bedient, oder? Ja. Gut, dann wird das nochmal kopiert. Oder ich baue es jetzt erstmal einseitig fertig, bis ich mir sicher bin, dass ich das so haben will. Obwohl. Obwohl. Ziemlich final. Da weint der Neo schon ein bisschen. Also ich glaube, das ist in dem Sinne ziemlich final, dass da jetzt im Overlay nicht mehr so viel gebaut wird, erstmal für die Version. Jetzt heißt es halt einfach mal testen, ausprobieren und machen und gucken, wie ihr das auch findet, ob das gut funktioniert. Das wird auf jeden Fall nicht mehr. Das ist mir ganz wichtig. Also ich möchte nicht das halbe Spiel verdecken. So, das kann man erstmal so lassen. So, jetzt kommt der Wohnbereich. Ich hatte überlegt, ob ich. Die bringen halt richtig viel, ne? Also die Dinger hier machen 83,6 Körbelmumps. Das finde ich ziemlich gigantisch, muss ich sagen. Und die Überlegung war, zwei davon hier hinten anzubauen und mitzunehmen auf unsere kleine Mission. Denn die könnten wir, schwupp, später dann entsprechend aufblasen und hätten richtig viel Wohnraum, der uns aber auch richtig viel Habitation bringt, sodass wir sehr lange damit leben und arbeiten können. Heißt auch, wir haben da so einen, ich sag mal, so einen mittleren Part, wo wir irgendwas ranbauen können. Weiß ich noch gar nicht. Wo wir nicht so viel mit anstellen müssen. Ich weiß es nicht. Eine Stromquelle oder sowas? Vielleicht. Ist irgendwie dieses Powerpack. Powerpack, irgendwie so heißt es doch. Ach, jedes Mal suche ich es wieder. Ach, da ist es. Genau, wir könnten natürlich hier das Scout Powerpack anbauen. Das Inventar habe ich schon, Thorsten. Hier ist ein Inventory mit 1000 Slots drin. Also mit 1000 Litern. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen was mitnehmen. Deshalb werde ich nicht noch ein Inventar anbauen. Jetzt überlege ich nur gerade, Manufacturing. Jetzt ist die große Frage, was davon Smelter, Extraktor, Raw Materials into Fertilizer, Minerals ist on board. Gute Frage. Six Team, vielen lieben Dank für dein Follow. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir damit irgendwie. Das sieht nicht so aus. Ob wir damit irgendwie Ore umwandeln können oder ob wir da echt so ein ISAU-Ding mitnehmen müssen. Na, das ist tatsächlich alles Fertilizer. Regolith Sifter. Mal gucken, was der kann. Ich habe keine Ahnung. Was macht das Teil? Ah, okay. Das sammelt. Das sammelt Zeug. Ja, aber. Die Config, ich weiß gar nicht, ob da. Das dreht ja nur hinten den Kram. Ich bräuchte eine Config, die hier vorne Ohr stehen hat. Und in dem Spiel hier oder in der Mod-Variante verwende ich keinen Remote-Tech. Nee. Das hilft so nicht. Portable Smelter, können wir noch mal gucken, was da rauskommt. Aber ich befürchte, es läuft auf eine ISAU-Einheit hinaus. Weil das ist immer nur. Was machst du aus dem Kram? Das ist auch alles wichtiges Zeug. Das kommt aber ein bisschen später in der Produktionskette. Da muss ich noch forschungsmäßig, können wir das wahrscheinlich nach der Duna-Mission machen. Mir fehlt da nämlich noch so Produktionseinheiten. Also ich kann noch nichts herstellen oben. Ich kann erstmal nur abbauen. Und
Da wäre jetzt erstmal der erste Schritt. Möglichst kleine Sachen zu machen. ISRU. Schon irgendwas Kleineres. ISRU-Konverter. Okay. Wie groß ist der Mist? Ich hatte befürchtet, dass das Ding sowas sagt. So, der ISRU kann ja Ore in verschiedenste Dinge umwandeln. Monopropellant, Liquid Fuel, Liquid Fuel Oxidizer, genau. Okay, das ist ja schon mal prinzipiell eine gute Sache. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Der erzeugt, glaube ich, ein bisschen Hitze, ne? 100 Kilowatt, sagt er. Dö, 50 Kilowatt, sehr schön. Das heißt, wir kriegen es mit zwei von diesen Dingern gekühlt. So. Und dann können wir den nämlich ein Stück weit versenken. Ist das nicht so ein Riesenaufbautrümmer? So. Dann haben wir hier eine schöne Wohneinheit, die trotzdem noch Treibstoff herstellen kann. Tada! So, dann haben wir hier sogar noch zwei Slots frei, so wie das aussieht. Frage ist, was wir da machen oder ob wir sie sogar freilassen im Moment noch. Da könnte man natürlich noch Storage-Kapazitäten hinbauen, ne? Obwohl, das haben wir eigentlich. Ne, wartet mal, Ohr haben wir nicht. Wir haben. Zack, zack, zack. Also Liquid Fuel Dings haben wir nicht. So meine ich das. So, wir könnten nämlich sagen, hier. Wie schlimm sieht das aus, wenn der. Achso, das kann ich von hier nicht gucken. Eingang nicht vergessen, das ist kein Problem. Die Eingänge sind zum einen, wenn ich das hier mal richtig rumdrehen würde. Kann man das sogar lesen? Zack, zack. Also das ist eine Crew Hatch. Das sind Crew Hatches. Also da müssten wir eigentlich reinkommen. Wir können das aber gleich einmal testen. So. Retrakt. Retrakt. Automated off. Automated off, jawohl. Retruckt. So. Machen wir doch mal einen kleinen Testlauf. Dann müssen wir die Dinger nur noch ordentlich einstellen. Und zwar würde ich hier einmal sagen, wir speichern hier Ore Liquid Fuel Oxidizer. Hervorragend. So, und da wir natürlich keine halben Sachen machen wollen, können wir eigentlich zwei davon mitnehmen. Genau, die Hubs haben kein Inventar, die habe ich aber rausgenommen. Das sind jetzt die Flatbed Wheelbase. Was auch immer dieser Name uns sagen will. So, jetzt wird hier mal getestet. Ich würde sagen, das lassen wir einen erfahrenen Bewohner machen, den Patrick Kerman. Als Kolonist kann der mal die Bewohnbarkeit austesten. Ah, und ich glaube, ihr könnt noch irgendeinen Engineer mitnehmen. Den Karl. So. Karl und Patrick testen das Ding jetzt mal auf dem Launchpad. Und wir gucken mal, ob das alles so tut, wie ich mir das vorgestellt habe. Zack, shit, wir haben keine Control, stimmt. Wir haben keinerlei Control. Könnte man natürlich erstmal so lösen. So, das hätte auch gleichzeitig nochmal das Türproblem nochmal gelöst. Und dann machen wir einfach die Verbindung seitlich ran.
wenn wir uns irgendwo anders hin verbinden wollen. Oder wenn es später steht, können wir das ja auch abbauen. So, so sollte es jetzt gehen. Nein, da muss noch jemand rein. Na gut, hier, Jebediah, zack. Ab ins Control-Modul. Jetzt aber. So. Eine Antenne braucht das Ding tatsächlich nicht, weil die Antenne am Skycrane dran ist, die das Ding abliefern wird. Und das Teil wird dann verbunden mit den anderen Teilen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das kein Problem sein wird. So, theoretisch kann man jetzt hier eine EVA machen. Kann man nicht. Okay, er kann aber eine EVA machen, auch wenn er ein bisschen durchsichtig aussieht. Jawohl, das sieht gut aus. So. Okay, das heißt, wir müssten über Crew Transfers arbeiten. Um rein und raus zu kommen. Okay, das ist schon mal... Wer ist jetzt hier vorne drin? Wen habe ich gerade transferiert? Patrick. Patrick! Ich habe übrigens versucht, die Anzüge zu fixen. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Genau, er hat jetzt einen Kolonistenanzug. Das passt auch wieder. Das scheint alles wieder sauber zugeordnet zu sein. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Bup, 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 bup. Du kannst auch wieder rein. Bonk, bonk, bonk. Boden. So, dann brauchen wir einmal den Jebediah. So, ach ne, erstmal brauchen wir die Luke wieder frei machen. Transfer Crew. Den Patrick setzen wir wieder ins Haus hoch. So, und der liebe Jebediah kann wieder das Control-Modul übernehmen. So, jetzt gucken wir mal, wenn wir das alles aufblasen, ob das so passt. Das ist ganz schön knapp. Ich glaube, das können wir nicht, da können wir gar nicht zwei anbauen. Das ist zu viel des Guten. Kann man so machen, sieht aber scheiße aus. Okay, testen wir mal hinten. Ich glaube, das geht dann wahrscheinlich auch nicht, weil ich noch keine Dings mit habe. Okay, das werden wir, glaube ich, nicht so machen. Oder wir machen die... Ah, wisst ihr was? Wir bauen die hier raus. Was haltet ihr davon? Das stört ja nicht. Wir können die ja in die und die Richtung machen. Doch, das stört. Aber wir brauchen auch nur einen. Dann können wir das freilassen für irgendwelche Attachments. Ja, aber nicht an beide Seiten, weil ich das Ding ja längs anbaue in die Rakete. Und das wird dann ein bisschen schwierig mit dem Attachment wahrscheinlich. Das müssen wir gleich noch testen. Okay, aber hier haben wir dann... 4235 Liquid Fuel und Oxidizer. Ich glaube, da reicht uns erstmal eine. Bis wir das verarbeitet haben, reicht uns erstmal eine Speichereinheit tatsächlich aus. So. Zack, zack, so, 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 weiter gebastelt. Also ich glaube, es reicht einfach erstmal einen Tank mitzunehmen. Dann haben wir, dann sieht das nicht so, ich mag es nicht, wenn Dinge sich überlappen. Und das schreit auch danach, dass es irgendwann mal ein Clipping-Problem geben wird. Zack, so. Jetzt hatten wir gesagt, wir brauchen mit Trail Kitsins, glaube ich, um die Habitation-Module auszufahren. Die müssen wir mitbringen. Genau. 8000 Material Kits und 500 Electric Charge. Also, dann sollten wir das hier mal alles umstellen auf Material Kits. Davon müssen wir nämlich ein paar mitnehmen. Das wird gerade so hinhauen. Ich glaube, ich bin an Material Kits gerade vorbeigefahren. Material Kits. So. Ich glaube, es stellt sich mit um. Schön selber reingelegt. Zack. Okay. So, dann haben wir jetzt mit 10.000 Material Kits. Damit können wir eine von den Hütten ausfahren schon mal. Immerhin.
Eine von den Hütten können wir damit groß machen. Dann haben wir schon ein bisschen Habitation. Gut. Genau, hier nehmen wir nur einen so einen aufblasbaren Storage-Tank mit. Das schadet auch nicht. Beleuchtbar sind die Dinger. Dann brauchen wir nicht noch mehr Lampen mitnehmen, weil das Ding kann ich Licht anmachen. Hier kann ich Licht anmachen. Die Dinger können Licht anmachen. Also wenn die deployed sind, machen die sogar richtig viel Licht. Die Monster. Oh, aber das passte, ne? Das war ziemlich knapp, aber es passte. Okay. Alles klar. Hab kommen. Headquarters. Was? Okay. Headquarters heißt, da kommen Recyclables raus und man braucht 200 Machinery, um es zu betreiben. Und es gibt 83,6 Kerbal-Mumps. Aber es betrifft keine Crew. Ha, das ist jetzt natürlich die große Frage, was ist besser? Und Habcommon ist 16,8 Kerbal Mumps, Crew Affected sind 4 und der Hab-Multiplier ist 5,2. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich doch mal ganz kurz ins Wiki reingucken, was die dazu sagen. Functions. Habitation. Habitat Multipliers. So, multiplied by the vessel's total HAB multiplier value. Every vessel has a base HAB multiplier of 1. Ich kann das später noch umstellen, kostet mich aber sehr viele Bauteile. Da brauche ich so specialized parts und so weiter dafür. Deshalb will ich es jetzt rausfinden, was ideal wäre. Any additional multiplier provided by parts are added to that to get the vessel's final HAB multiplier. If the number of Skirbels on board is higher than the crew's affected sail, the multiplier provided will be divided by crew affected. So. Also als Beispiel, wenn eine Cupola einen HAB multiplier von 1,76 hat, dann hat die Vessel zwei Cupolas, also ist der finale HAB multiplier 1 plus 1,76 mal 2, was in 4,52 endet. Wenn jetzt die Vessel eine Habitation von 100 Kerbal-Monaten hat, erhöht der Hab-Multiplier die Total Habitation auf 452 Kerbal-Mumps. Okay, das wird einfach so gerechnet. Aber wenn die Vessel 5 Kerbals on Board hat, weil nur 4 unterstützt werden, wird der reduziert auf 5 durch 1, wo rechnen Sie da? Durch 5 durch 1, okay. Dann geht es runter auf 34,8 Kerbal Mumps. Alles klar, das heißt, also, wir können entweder haben einfach stumpf 83 Kerbal Mumps Habitation. Ist prinzipiell schon mal eine gute Sache. Schadet wahrscheinlich nicht. Und wir können haben 16,8 Kerbal Mumps Habitation. Aber ein HAB-Multiplier von 5,2, der 4 Crew betrifft. Ich glaube, für den Anfang kann man das hier irgendwo sehen? Ja. What? Guckt euch das an. Also in der Current Config mit 3 Crew. Jetzt lasst uns mal noch einen vierten mit reinstecken. Wir haben ja 4 Leute da oben, deshalb mache ich jetzt einfach mal 4 draus. Also, wenn wir es jetzt so einstellen, dass wir sagen, wir haben hier Habquarters, wartet mal, das ist beides Habcommon. So, das ist jetzt Habcommon, ist das mit dem. Habcommon ist das mit den hohen Multiplier. Würden wir das jetzt so hochschicken und nur einen benutzen, richtig? Oder hatte das jetzt eine Auswirkung? Nicht besonders viel. Okay, also dann haben wir 7 Jahre Habitation, was prinzipiell echt lange ist.
Würden wir die jetzt aber umstellen auf Headquarters und beide auf Headquarters hätten wir nur 3 Jahre. Haben wir aber einen auf Quarters und einen auf Common, würden wir natürlich eine sehr viel höhere Habitation umwandeln, richtig? Richtig.